So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zu Let's Play Horizon Forbidden West. Und yeah, weiter geht's. Warte mal, Forbidden West. Wie viele Parts sind das? 20, ne? Yes. Yes. Mal ganz kurz was umändern. Ja, das sieht doch super aus. Habe ich eigentlich noch was bei Ghost of Tsushima offen? Ich habe jetzt längere Zeit nichts mehr hochgeladen. Und ich, Vollidiot, habe noch so viele... Ja, es gab auch bei mir eine Pause, okay? Ich habe noch Ghost of Tsushima Videos bis zum geht nicht mehr. Muss ich nur wieder hoch. Folgendermaßen, ich würde sagen, wir spielen hier weiter. Jetzt muss ich erstmal was gucken. Quests, Hauptquest. Die Sterbenden landen, die starken Wurzeln. Ja, ja, Berufs... findere weiter Beute in der Nebenlage. Okay, Reinklang. Geht zum Jagdgebiet. Ja, nö. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Sammelobjekte. Von mir aus. Was haben wir jetzt auch gemacht? Warte mal. Ich hätte eigentlich Bock auf ein Rebellenlager. 400... Aha. Fortdauern, Auftrag Quest, Stufe 32. Was für eine Stufe haben wir denn? 17. Ja, ja, komm, machen wir es mal so. Folgendermaßen, ja. Genau, ich habe das mal ein bisschen, den Monitor mal ein bisschen gedreht. Oh mein Gott, das Spiel ist geil. Ich habe es jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt, weil ich immer versuche, ein bisschen vorzuproduzieren. Dementsprechend, ja, muss ich mal gucken, wie ich es mache. Entschuldigung, Schweinchen. Ich bin ein kleines Schweinchen, das ist meine Schnauze. Oink, oink, oink. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich wieder überhaupt lang muss. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jeweils brauchen will. Aber ich glaube, ich sollte normale Pfeile nehmen. Ja, nachdem ich... Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich mich wieder in das Spiel neu verlieben. Ah, Vorrat geschickt. Okay. Ja, gestern war Samstag. Da gab es zwar einen anderen Stream. Aber da hatten wir nicht so viel gezockt. Haben ein bisschen Dread gespielt. Blub und ich haben das... Entschuldige, Fuchs. Ich dachte, du wärst ein Eichhörnchen. Ist egal, wir brauchen sowieso irgendwann. Folgendermaßen, wir haben ein bisschen Dread gezockt und haben es dann später auch durchgespielt. Und ja, aber ich werde den Hardcore-Modus von Metroid Dread nie spielen. So, die Frage ist, wenn ich auf den Wegen bleibe, sollte es funktionieren, ne? Genau. Ich darf nur die roten Pflanzen nicht berühren. Na gut. Wollen wir mal loslegen. So. Ja, gestern war eigentlich ein ganz cooler Tag. Wir haben uns mal den Dragon Ball Film reingezogen. Der war okay. Den Dragon Ball Hero Film. Habe ich hier schon gespeichert? Möglich. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich hörte hier gäbe es einen. Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Wir können doch einfach alle platt machen, Aloy-Mäuschen. Die Maschine interessiert mich auch. Interessiert mich leider nicht. Oder nur vage. Ach, das ist nur ein Fuchs. Okay. Fuchs, du bist ein schlechter Gesellschaft.
sage ich hier ganz ehrlich. Nee, den treffe ich da nicht. Das war dumm. Aua. Hör auf mich zu schießen. Aua! Was trifft mich denn da die ganze Zeit? Jawohl! Weg mit dir, du Lappen! Aua, du Ratte! Okay, es weiß nur der, dass ich da bin, ne? Komm raus! Oh, das ist unfair! Dieser Lappenlurch. Schön, dass der mich da oben trifft, aber ich ihn nicht. Doch, jetzt. Das ist auch gut, dass du mich nicht mehr siehst. So, erstmal den Schnellbeutel wieder füllen. Das ist schon mal gut. Super. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier noch irgendwelche anderen finde. Da ist noch einer. Das kannst du doch. Was ist da passiert? Ach, gar nichts. Das muss der Anführer des Außenpostens sein. Scheint die beste Ausrüstung zu haben. Wer ist da? Ich. Wer ist das? Oh oh, Zeit zum Angriff. Ja, natürlich. Ja, man kann es übertreiben. Och, komm schon. Ich reiß dich in Stücke. Och, Mann, du. Man kann es auch übertreiben. Super.
Nein, den will ich eigentlich nicht haben. Warte mal, wie lege ich denn das? So, okay. Noch mehr geheimnisvolle Marken. Ich nehme sie erstmal an mich. So, jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal. Könnte nützlich sein, wenn es Ärger gibt. Ja, wenn. Hallo, ich will nach oben. Knuspriger Skorpion, aha. Aha, okay. Jo, hätte nur nichts gebracht, weil so wie es aussieht, ist hier schon alles hinüber. Gut, war jetzt nicht unbedingt das. War jetzt nicht unbedingt eine Glanzvorstellung, aber auf der anderen Seite. Why not? Erstmal alles mitnehmen. Was wir kriegen können. Was? Ich? Ich hab doch. Ja, da hau ab. Ist doch gut. So, was haben wir denn hier? Ja, das ist bestimmt nur so Truhen-Scheiß. So, triff dich außerhalb des Chors mit Wal und Su. Na dann. Machen wir das doch mal. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht ganz fertig bin. Na gut, kleines Vorratslager. Da ist jetzt nicht unbedingt viel zu holen. Aber nimm es trotzdem mit. Naja. Super. Wunderbar. Hier ist noch was abgefallen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das sieht doch schon mal super aus. So, ich glaube aber nicht, dass hier noch viel zu holen ist. Es war okay. War ein bisschen enttäuschend, aber. Also von beidem ist aber doch relativ wenig dafür, dass es eigentlich so ein ach so volles Lager war. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch. War es okay. Aha, altes schwarzes Armband. Zufälligerweise eine Armbanduhr gewesen. Da ist noch ein Fuchs. Alte Kiste für Wertgegenstände. Rebellenscharfschützin. Wo liegt die Alte? Dann wollen wir doch mal da hoch. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwas Besonderes ist. Sag mal, hier war doch noch so ein. Oder bin ich doof? Da war doch noch irgendwie so eine Vorratskiste, meine ich. Lol, was macht die denn da? Ich meine, ich will es nicht hinterfragen, aber warum ist hier eine Kiste? Naja, gut, viel ist da jetzt nicht drin. Alter, Zahnstocher. Ich glaube, das war kein Zahnstocher. Unbekannt.
Warum ist da was Unbekanntes? Das will ich mir jetzt mal genauer angucken. Aussichtspunkt Turm. Ein Schiff der alten Welt. Es sieht ein bisschen nach Rheinklang aus. Und da ist eine Art Metallgebilde. Frage ist nur, wo. Frage ist jetzt nur, wo. Vor allem, von wo muss ich das mir reinziehen? Ist das der Turm? Dieses Bild wurde offensichtlich von weit drüben aufgenommen. Vielleicht sollte ich es bei den Metallgebilden am Hang versuchen. Metallgebilden am Hang? An welchem Hang? An welchem Hang, Mäuschen? Wir müssen mal hier, ne? Hallo? Also wenn ihr schon diese Wegdinger da reinmacht, dann sollten die auch benutzbar sein. Danke. Da drüben. Da oben. Wollen wir mal gucken, ob das Sinn ergibt, aber sieht für mich aus wie von hier gemacht. Gucken wir mal. Hallo, ich will nach oben. Hallo, da ist doch... Sorry, aber das Klettern hier ist echt behindert. Echt richtig scheiße gemacht. Der Wachturm sieht vielversprechend aus. Ich kann versuchen, das Bild von dort aus zu richten. Was ist ein alter Wachturm? Ach, da oben der. Die sieht aus, als hätte sie einen Kanister auf dem Rücken. So, ja, ein bisschen Stress. Habe ich das Vieh etwa eingegraben? Ein kleines Wiesel. Wunderbar. Auch nur fast. Hat geklappt. Lol. Okay, das ist... Ja, sieht für die... Ja. Nicht schlecht. Was hast du denn da für ein Problem? Ah, verstehe. Haben wir noch einen Graber. So. Ruhe im Karton.
Indischer Ozean, 4. August 2051. Unter den Kufen unseres Werts erstreckt sich nichts als offenes, leeres Wasser. Dieser Bereich des Meeres war einst die Heimat von 200 Inseln. Das Meer war voller Leben, die Inseln ein Spielplatz für die Reichen und Berühmten. Sekunden nachdem wir die Tauchdrohne abgeworfen haben, ist die Hauptkabine des Werts voller holographischer Unterwasserbilder. Aus der Perspektive der Drohne sehen wir, was wir an die Wellen verloren haben. Versunkene Hotels aus grauem Beton, umgeben von ausgeblichenen weißen Bauten. Die Überreste der einst farbenfrohen lebendigen Riffe, die Touristen und die Malediven gelockt haben. Hier und da regt sich noch etwas, aber durch das Ansteigen des Meeresspiegels, dem höheren Säuregehalt und die fehlende Meeresströmung, die diese Felsen im Ozean mit Nahrung versorgte, ist dieses Paradies nur noch ein Schatten dessen, was es einst war. Sind die Schätze des Pazifiks für immer verloren? Isha Lakari vom Transindischen Meeresentwicklungszentrum glaubt das nicht. Auch aus ihrer Sicht ist der erste Schritt zur Wiederbelebung der Riffe sich vorzustellen, was sie einst waren. Und so sehe ich jetzt andere Bilder. Die nackten Felsen explodieren plötzlich in einem Regenbogen aus holographischen Pflanzen und Tieren. Aus der glänzenden orangefarbener Klauenfisch an meiner Nase vorbeischwimmt, beschreibt sie ihr Projekt als Fenster in die Vergangenheit und Leitfaden für die Zukunft. Sie hofft, dass mit der Zeit Einsatz und durch Fortschritte beim Klonen und der Umkultivierung vielleicht eines Tages hier und in den Meeren der Welt das Leben wieder zurückkehrt, wahrscheinlich, weil Daten beschädigt. Gut. Das klingt schon mal okay. Interessant. Da liegt noch was. Das war knapper als gedacht. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass das Vieh mich klatscht. Na, der Schaden gefällt mir. Der Schaden gefällt mir. Die bleibt jetzt ewig gefühlt, ne? Sieht zumindest so aus. Das ist gut. Das ist doch schon mal super. So, jetzt will ich nur mal gucken, wo ich denn als nächstes hin muss. Und gleich will ich noch mal gucken, was die Aufnahmezeit sagt. 400, 900. Fluss Lied. Dann machen wir einfach hiermit weiter. Obwohl ich eigentlich dorthin reisen könnte. Ich meine, ich muss mich ja dorthin... Stimmt, das ist ja die Hauptquest. Ja, ich... Ja, okay. Ist aber echt schön dort. Ist schon schön. So, Mikrofon mal ein bisschen runter. Oh, ja, das Laden geht hier echt schnell. Wenn die wüssten, dass es überhaupt gar kein... Ach ja. Ist es schön hier, wirklich. So mit dem Bambus, dem Wasser. Es ist wirklich schön hier. Nervös? Mit einer Fremden vor den Kurs zu treten. Ich hoffe, das klappt. Es lohnt sich so. Du wirst sehen. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu ihnen. Let's go! Schade, ich fand das Ding super. War schön.
Entschuldige, von gestern hatte ich noch den Hintergrund vom Spiel ein bisschen leise. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Ja. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen, bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Jetzt müssen wir einfach mal machen. Dann mal los. Let's go. Okay, ich dachte nur, ich wäre die Einzige, die das mit den Haken kann. Durch das Tor und rum. Ja, ich muss erstmal Pfeile herstellen. Oder generell Muni. Auf den Feldern wird gekämpft. Das sind keine normalen Maschinen. Ich habe sie schon mal gesehen. Die müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen Rheinklang. Wie sind sie weiter? Sie haben uns. Okay, dann helfe ich den Leuten hier halt nicht. Muss der so bis zum...
So. Super. Ich hab nur keinen Bock gehabt, dass die uns... Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Was? So, wir müssen erstmal hier ein bisschen ausrüsten. Wer weiß? Sind Maschinen. Ja, ich weiß. Das kriegen wir aber auch hin, Mädchen, wenn du nicht ständig stehen bleiben würdest. Mehr Maschinen. Das Ding verträgt keine Hitze. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. Dieser Riegel steckt mehr als die Lärme und der Verlust der Hand. Ich hab die im Visier. Dann mal los! Immer. Fuck. Hoffentlich habe ich den Möbel da jetzt nicht. Weiß zwar nicht, warum mir das jetzt nicht wehgetan hat, aber ja. Dass ich keine drei Scharfschussdinger abfeuern kann, ärgert mich jetzt schon leider etwas. Aber okay. Jetzt heul mal nicht rum, ich helfe da deinem Buddy. Nein! Ich komm klar. So, wunderbar. Säure, Eis, überall Säure, weißt du? Das ist irgendwie so... Meh. Naja. Kann man nichts machen. Ist nur sofort oder ist die Farbe schwach geworden? Ich fand Horizon Zero Dawn farbenfroher. Er führt uns zur Absperrung. Aber ich habe an der PlayStation jetzt eigentlich mehr auch nichts. Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Wir haben uns gesehen. Du bist erledigt. Wir müssen sie niedermachen. Jetzt kommt schon!
Nein, nein, ich komm schon klar. Komm schon klar. Autsch. Fuck. Ich bin irgendwie... Ja. Ich würde aber sagen... Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hab voll verkackt, sorry. Macht's gut.